ist ja eine doofe Frage. Entweder soll ich das machen oder das. Also ich verstehe nur ein kleines bisschen so, aber ich nehme trotzdem die erste Beantwortung da. Nee, okay, das sieht ja ne, richtig gut aus, ne? Also ich mache sowieso weiter. 4K ist kein Problem, HDR ausgeschaltet. Grafik Priorität für PlayStation 5, Priorität für Bildfrequenz, ja, okay. Dann schließlich so. Musik Really? Viel Spaß beim Musik Really Minispiel? Ist das dein Ernst? Ach krass, diese Musik gefällt mir auf jeden Fall. Digga, ist ja krass. Und was ist denn das? Okay. Willkommen bei den Gran Turismo 7. Wir stellen jetzt ihre grundlegende Steuerung ein. Naja. Ach, ich hab vergessen damit. Salam alaikum, Leute, und ein herzliches Willkommen bei Let's Play von KT7, das angeblich morgen rausgekommen, also ich sage mal so, heute rausgekommen ist, ne? Und das ist eigentlich so. Ja, heute ist erst Donnerstag und dann Freitag. So, egal. Jetzt habe ich mir, ja, das ist Kinder. Und ich kenne dieses Spiel schon lange, lange Zeit, ne? Ja, als ich das Vorgänger durchgespielt habe, ne? Das war so relativ so easy für mich, ne? Also, ich fühle mich so bei der Fahrt so ne, mega spaßig, ne? Mega spaßig. Und das ist mein erstes Spiel auf der PlayStation 3. Mein erstes Spiel lautet KT 6, also Gran Turismo 6, ne? Und ja, es gab so über tausende Autos und sowas, ne? Und ja, jetzt geht es weiter, ne? Mit einem Schritt. Mit dem ersten Schritt. Zuallererst wählen Sie Ihren be bevorzugten Lenktypen. Ach was. Ah nee, ich nehme nur das. Das ist ja auch, ne, das ist ja auch meine Lieblingsoption. Ja, also sage ich mal so. Wählen Sie die Steuerung für Gaspedal und Bremse sowie den gewünschten Hilfetyp aus. Gasbremsen. Ja, nehme ich dann nur das. Egal. Wählen Sie als nächstes die Art der Fahrhilfe aus, die Sie nutzen möchten. Ich sage mal so eine Anfänger, also Mittelexperte, also ich nehme da trotzdem einen Anfänger, weil ich schon lange sei nicht mehr gefahren bin. Das ist das nur Problem. Fahrhilfe-Einstellungen können über Fahrhilfe-Einstellungen im Pausemenü angepasst werden. Okay, drücken Sie beim Fahren die Optionstaste, um das Pausenmenü aufzurufen. Na los, probieren Sie es aus. Okay, jetzt geben wir ordentlich Gas. Einfach in der Hurry Go und dann bin ich mal gespannt, was da hier da abgeht, ne? Stopp jetzt. Kein Bock auf eine blöde Musik. Here we go. Mir das so gut klar, also warte mal, Moment mal, wo ist das denn genau? Ah, okay, jetzt habe ich das kapiert. Okay, wir gehen trotz, ich gebe trotzdem Gas, ja. Ach was, ich muss bis 8800 Meter fahren. Oh, leck mich am Arsch. So, jetzt warten wir ab. Naja, das geht. Genau wie eine gute alte Zeit. Kann man nicht in der Pause drücken oder so? Diese Musik immer auf den Sack. Ech, was? Nein, nicht. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Mann,
keinen Bock auf Musik. Nee, kein Bock. Sie können jetzt Gran Turismo spielen? Ja, okay. Warte. Ich muss den da einstellen, verdammt. Okay, okay, ich sag gut. Mein Gott. Entweder eine Musik really oder irgendwas. Sondern normal einfach. Komm, du bist mal 25. Ja, okay. Das war ja der Anfang. Ja, das ist ein erstes Elektroauto, das über 100 Kilometer erreicht hatte in den Rekord. Und das ist eigentlich nur so, nicht nur Autos, sondern was anderes wie Flugzeuge, Schiffe, Züge, was ich weiß, Bagger und so. Naja. Ah, ich sehe solchen Rennwagen, zum Beispiel Porsche. Und dieses Teil wird hergestellt, mal sehen, ob es wirklich, naja, wie meine gute alte Zeit. Boah, seit 11 Jahren oder ich sage mal so über 11 Jahren. Auch Tigern ist ja auch am Start, ja. Der gerade hergestellt worden ist. Erstmal, ah, okay. Na. Ach ja, ich auf zu reden. Ach was. Guck mal. Kitty 7 bedeutet, dass es immer wieder wahnsinniger wird. Ja. Realistischer. Hochinteressanter und so weiter. Naja, was auch immer. Wer es aber scheiß baut, hat Pech. Aber hier, naja, ich werde erfahren, glaub mir. Also ich selbst werde ich Rennprofilfahrer sein. Corvette, mein Lieblingsauto. Spaß, nein. Ja, ich bin hart. Guck mal, Suzuki 12.
Boah, das sieht ja wie in echt. Die Welt sieht aus wie echt. Fast so ähnlich. Fast so. Fast das gleiche, ne? Aber sowas. Sonja hat richtig gut gearbeitet. Boah. Boah. Sogar bei den alten Model. Zum Beispiel ein Mercedes, das 1929 gebaut wurde. Es kommen immer mehr, immer mehr. Guck mal, Mazda, Porsche, Ferrari, Mercedes SL500. Nice, ja, gibt's solche nice Sachen, ne? Vor allem die Strecke, die habe ich schon lange vermisst. Mustang. Das sind die neuesten Modelle von Nissan. Hey, mein Lieblingsauto. Porsche. Bei 12 so, oha. Bei 12 Modus muss ich mich so anstrengend machen. Guck mal, Mercedes. Oh, guck mal. Oh. Boah, Digga, der sieht wirklich echt geil aus. Naja. Boah. Guck mal, da vorne, an der vorne geht nicht kaputt, Gott sei Dank. Guck mal, Ford Kitty, das sieht aber richtig geil aus.